Und herzlich willkommen zurück zu EU, dem Jump and Run Abenteuer. Ja, in der letzten Folge habe ich endlich geschafft, mich an den Igel vorbeizuschmuggeln, beziehungsweise vorbeizukämpfen besser. Und ja, heute brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen. Wir sind an Level 19 angekommen. Oha, und eine neue Art kommt, und zwar die Wespe. Das finde ich übrigens in zwei Sachen sehr schlecht. Zum einen habe ich eine Allergie auf Wespen, also finde ich das nicht besonders nett, dass die mir jetzt gerade als Gegner hier reinkommen. Zum anderen mag ich Wespen sowieso nicht. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich lachen oder weinen soll. Ich fange jetzt einfach mal vorsichtig an. Oh, ja, ich hab's geahnt. Ich komme hier aber gerade nicht weg. Hallo. Ja, es war klar. Ich fange schon wieder richtig gut an heute. Da müssen wir natürlich nochmal einen Neustart machen. Okay, die Frage ist dann, wie komme ich an denen vorbei? Weil obenrum kann ich ja nicht, so wie es aussah. Das kann man auch nicht kaputt machen. Hallo, mach dein Schild. So. Nein, och, ich wollte nicht springen. Ich wollte eigentlich hauen. Ich habe schon wieder die falsche Taste gemacht. Eieiei, also heute geht's aber direkt los mit den Fails. Aber wie immer ist hier fast alles an Cut. Also gut, jetzt so Zwischenszenen und so weiter schneide ich immer raus, wenn irgendwelche Spiele sind. Aber ansonsten alles andere schneide ich ja nicht raus. Nimm dein Schild und jetzt. Ah, ich hatte den richtigen Gedanken. Sehr schön. Es hat halt nur nicht geklappt, weil ich die falsche Taste gedrückt hatte. Die Frage ist, wie soll ich jetzt da hoch? Kann ich da? Nee. Hallo? Ja, ich baller die einfach weg mit dem Kopf. Nö, keine Ahnung. Wie soll ich denn da hoch? Ich kann da doch gar nicht hoch. Ah! Moment. Ah! Okay. Gut, das kannte ich jetzt noch nicht. Immer wieder neue Sachen im Spiel, die man kennenlernt. Ja, wieso springst du denn nicht? So, jetzt aber. Da bin ich mir nicht sicher, ob da was rauskommt in der Mitte. Hier. Uah. Ja, genau. Okay, es sind zwei, die da rauskommen. Ich wusste... Hallo, du hast mich doch gar nicht berührt in der Mitte. Eieiei. Also, es ist ein ganz neues Level. Ich kenne es auch überhaupt nicht. Ich muss die Feinheiten erstmal kennenlernen. Aber das Ding, wo ich gerade war, hat mich gar nicht berührt eigentlich. Also, da war ich jetzt ein bisschen... Ein bisschen. Huh, wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Ein bisschen überrascht. So. Da können wir jetzt einfach hochkrabbeln. Und das kaputt machen. Das ist okay. Da müssen wir aber weg. So, das ist soweit auch noch okay. Das ist auch noch okay. Aber wieso darf ich hier nicht in der Mitte einfach? Oh, ich mach's einfach so. So. Ihr wollt mich doch. Ihr wollt mich doch. Wo kommt der jetzt hin? Kommen die jetzt alle runter? Hallo? Nein? Böse? Böse? Böser Igel? So. Böse Wespe! Böse Wespe! Ha! Ah, ah. Ha! Das war nicht nett. So, da komme ich jetzt wieder nicht hoch, ne? Ich habe jetzt aus Reflex einfach... Oh, ich dachte gerade, ich gehe dem Ding kaputt, wenn ich da drauf gehe. Ich habe aus Reflex einfach das Ding jetzt genommen. Aber das scheint richtig gewesen zu sein. ihr wollt mich jetzt hier aber... Oh Gott. Ich sehe nicht, ob ich das Teil noch davor habe. Oh...
Die Frage ist, ich muss jetzt zweimal hier runter, oder? Wenn ich das holen will. Oh, das ist nicht euer... Das ist nicht euer Ernst. Oieieiei. Nein, jetzt geh runter! Mann! Blödhammel! Da kommt nichts raus, oder? Nein! Hallo? Ich hab das Schild gedrückt. Boah, ist nicht euer Ernst hier. Also, diese Folge besteht daraus, dass wir dieses Level kennenlernen und in all seinen abartigen Fallen, komplett kennenlernen und, hassen lernen, befürchte ich. Nein, wieso ist das Schild wieder weg? Nein! Ah! Ah, Hilfe. Oh Mann. Dann ist meine Stimme sowieso heute total im Eimer. So. Oh. So, das Schild ist so geil. Ich liebe es, ganz ehrlich. So. Na, spring weiter. So. Kommt her, meine Igel. Kommt her, ich mach euch platt. So. Kommt her, was alles eine grüne Nase hat. Die hatten aber keine grüne Nase, glaube ich. Egal. Es hat sich auf jeden Fall gereimt. Oh, und hier ist ein Schlüssel. Habe ich den übersehen letztes Mal? Oder? Warte mal, da unten war noch was, ne? So. So. Okay, Spritze konnte ich noch nicht nehmen. Ich glaube, das ist unser halbes Leben hier. Oh Gott. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Ich wollte eigentlich nicht raufschieben. So, das nehmen wir auch mit. Wir sind ja gierig und gehen deswegen gleich wieder kaputt wahrscheinlich. Nein, oh ja, es ist gut. Ey, das ist so nervig, wenn er dann nicht genau dahin geht. Wo oh, da war auch ein... Oh, oh, wieso? Die Falle da oben habe ich aber beim letzten Mal nicht gesehen. Boah, die hat mir direkt ein Leben, glaube ich, abgezogen. Das war jetzt heftig. Jetzt traue ich mich gar nicht mehr weiter hier. Oh. Ey. Hä? Was hat mich denn da jetzt getötet? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also die Wespe, da habe ich nach gehauen quasi. Die wollte ich aufspießen, das ging aber nicht, weil die komplett aus dem Bereich raus war und unter mir war. Da habe ich gedacht, okay, die kann mich dann ja logischerweise auch nicht treffen, wenn ich sie nicht treffen kann. Nein. Oh, Leute. Warum zielt der nicht einmal richtig? Nein, du sollst springen. Wieso springt der nicht? Hallo. Jetzt. Na, boah. Da will man es einmal hintereinander machen. Das ist nicht dein Ernst jetzt hier. Also irgendwie, ich bin in sowas nicht gut. Ich bin zwar generell in Jump'n'Run, muss man sagen, ziemlich gut. Aber in diesen Sachen hier bin ich überhaupt nicht gut. So, jetzt erstmal die Igel. So. Einmal auffüllen, bitte. Ach, das geht auch nur für eine halbe. Oh, ist nicht dein Ernst. Wow. Wir haben mal eben so die Flügel zerschnitten. Habt ihr das gesehen? Das sah cool aus. Also, irgendwie auch eklig, weil, ne, ist ja ein Lebewesen und so. Aber das sah cool aus. Von Animation her. So. Jetzt kommt meine Hassstelle gleich wieder. Oh Gott. Aber ich verstehe auch nicht, selbst wenn ich das Schild nehme und da runtergehe, können mir die Dornen trotzdem was anhaben. Oh. Die lasse ich jetzt mal außen vor. Nein, nein, nein. Oh.
Ich wollte gerade sagen, da oben war doch noch eine Falle, die ich vergessen hatte. So. Jetzt würde ich trotzdem gerne wissen, was das jetzt da unten gewesen ist. Okay. Also keine Ahnung, was das eben war. Ich habe jetzt nur Panik, dass da irgendwo noch eine kleine Falle ist, weil ich halt nicht mehr so viel Leben habe. Oh, wieso springst du nicht? Wieso springst du nicht? Oh. Nein, nein! Och, komm! Hier soll... Oh. Wo? Oh. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Aber ich find's gut. So. Kann ich da links hoch? Ich habe Panik, dass das wieder eine Falle ist. Ah, da. Okay. Das hört sich nicht gut an gerade. Da ist ein Fähnchen. Da ist ein Fähnchen. Ich muss erst zu dem Fähnchen. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, das ist doch gut, wenn ich die hole, oder? Oh. Das ist aber schlecht. Muss ich jetzt links oder rechts hoch? Nein, wieso nimmst du nicht das Schild? Okay, im Springen kann er das Schild offenbar nicht nehmen. Nehme ich jetzt mal an. Ach so, da komme ich nicht... Nein. Nein. Ich will nicht da hoch. Oh. Ich will wirklich nicht da hoch. Na, oh, komm. Jetzt wird man weggeschoben mitten im Sprung. Ist das euer Ernst? Ah. Und dann springt der nicht in dem Moment, wenn das... Warum steht er davor, wenn das Ding nicht da ist, anstatt sich nach rechts zu bewegen? Und wird dann aufgespießt, weil er nicht weggegangen ist. Ich weiß nicht, wie oft wir jetzt am Fähnchen wiederbeleben können. Ich glaube, dreimal. Das ist einfach nicht gut. Dieses ganze Level ist gerade gar nicht gut. Oh Gott, oh. Hallo? Hallo, Wespe. Geht's noch? Hast du noch nicht verstanden, dass ich da... So. So. Okay. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurück, nehme ich an. Kann ich hier einfach so... Ja, kann ich. Okay, perfekt. Oh. Oh. Okay. Es tut mir jetzt leid, dass ich gerade so ruhig bin, aber ich bin mich hier total am Konzentrieren. Und habe auch gerade ziemliche Panik, ehrlich gesagt. Oh, ich mich jetzt erschrocken. Ich möchte erstmal wissen, wo es hier rechts lang geht. Ich dachte gerade, die kommt jetzt wieder, wenn ich die getroffen habe. Hallo? So. Oh, wo bin ich denn jetzt rumgelaufen? Das war, glaube ich, nicht ganz so geplant. Aber wir lassen mal den Teil jetzt einfach weg, weil ich habe so wenig Leben und gerade totale Panik, dass ich irgendwo sterben könnte. So. Ich wusste es. Ich wusste es. Ach, wieso kann er sich da nicht vernünftig hinstellen? Ich sollte nicht sagen, dass ich Angst habe, dass ich sterben könnte, weil meistens passiert es dann nämlich. Ach, das muss ich jetzt... Muss ich das jetzt echt nochmal machen? Nee, oder? Die kommen jetzt schon hier vorbei. Hallo, guten Tag. Igel, hallo?
Nee. Och nee, das muss ich jetzt echt nochmal machen. Das ist doch ätzend. So. Ja, hallo? Es wäre schön, wenn du nicht da rumhängst. So. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch jetzt wieder was weg, ne? Und klatsch. Jetzt kommt hier aber kein neuer mehr. Ach, diese Musik schon wieder, da werde ich schon wieder wahnsinnig bei. Kam die hier oben? Oh, ja, die kam hier oben. Okay. Wie gesagt, ich denke nicht, dass das so geplant ist, dass ich hier rumgehe. Nein, wo fliegt die hin? Geht's noch? Das war nicht gut. Das war auch nicht nett. So. Oh Gott, ich will wieder nach Hause. So. Die Frage ist jetzt, das war die, die mich eben getötet hat, oder? Ich glaube ja. Ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen. So, was passiert als nächstes, denke ich mir jetzt gerade. Wann kommt endlich das Ende? Oh. Nein, jetzt macht das Schild. Oh, das ist wieder so eine Stelle, wo die so dämlich. Ey, das kann doch nicht sein, dass die nicht einmal auf meine Höhe kommt. Ja, danke. Hä? Die hat aber einen ziemlich blöde Flugplan, genau. Flugbahn irgendwie. So, die nehmen wir mit. Ja, toll. Springen kein bisschen. Ja, ist okay. Ist ja nicht so, dass ich jetzt damit aufpassen muss, wie viel ich springe gerade. So. So, Frage ist jetzt. Ja, das war so klar. Oh. Das war jetzt eng. Das war jetzt auf jeden Fall eng. Ah, und ich wusste, dass ich da runter muss. Ich wusste es einfach. Nein! Oh. Dein Ernst. Ich habe noch gedacht, oh, da ist ein Schalter. Nehme ich gleich, wenn ich wieder hochgehe. Gebrutzelt. Ja, ich habe auch wirklich hart versucht. Aber nein, ich kann es halt nicht, weil ich nicht genug von den Dingern habe. Ich habe ja alles ausgegeben. Das heißt, wir müssen nochmal komplett von vorne anfangen. Sowas ist immer sehr frustrierend, muss ich sagen. So, ich weiß schon gar nicht mehr, was jetzt überhaupt alles am Anfang passiert, wenn ich ehrlich bin. Deswegen, nein, nein, och, nimm nicht das Schild. Ist okay. Ist okay. Einfach immer das Gegenteil von dem machen, was ich denke oder drücke oder sage. Dann passiert, dann ist alles gut. So. 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 Kommt her, meine Igel. Du auch. Du auch. So. Das ist soweit noch okay. Jetzt war ich nicht schnell genug irgendwie, aber hier unten geht's auch gut. Weil ich habe das Gefühl, die kann man von oben hier besser machen. So, den nehmen wir wieder mit. Ich sag jetzt nicht, was ich gerade sagen wollte, weil sonst passiert irgendwas Schreckliches. So. Ach Gott.
Dann machen wir jetzt das gleiche wieder. Ah, ja, natürlich bleibe ich da hängen. Natürlich. Warum auch nicht? So. Oh Gott. Nein. Oh. Och, das ist wieder dieses Mistvieh, was du wieder nicht... Ist es denn wahr? Nein! Och, komm! Ich habe ein neues Hasslevel! Ja! Och, komm, ey. Ich bin noch nicht mal bis zum Fähnchen gekommen. Und dabei liegen wir jetzt schon bei 20 Minuten. Und ihr wisst ja, ich versuche ja immer meine Folgen so einigermaßen gut zu timen vom Zeitlichen her. Aber mit diesem Spiel schaffe ich das irgendwie nie. Ich weiß auch nicht. Egal, was ich mache, ich hänge immer komplett drüber. Ja, jetzt spring doch einfach mal. Hallo. Oh. So, du darfst auch noch weg. Du hast mich nämlich genervt. Ja. Ja, kein Thema, dann nehme ich es halt eben nicht. So. Low battery. The whole game. Weil kleine Gameplayerin überall rumhopst, wo sie nicht rumhopsen soll. So. Ich wollte gerade sagen, irgendwann kam noch die Vespa, aber jetzt gerade wollte sie irgendwie nicht kommen. So. Das ist ja noch soweit alles okay. Ja, außer, dass man hier nirgendwo Platz hat, richtig dazwischen zu gehen. Ja, natürlich. Ja, mach mich einfach platt. Kein Thema. Also schon sehr... nein, diesmal nicht. Schon sehr, sehr eng, wo man da durch muss. Nein, jetzt kommt die nicht ernsthaft. Oh, ist das dein Ernst? Die kam jetzt nicht ernsthaft und hat mich nach oben geschoben, dass ich da wieder reingebackt bin, ne? Ey. Boah, ich sag bald gar nichts mehr. Nein, nein. Nein. Oh. Hier komme ich gar nicht mehr hoch. Wie war das nochmal? Nee, da konnte ich nicht hoch. Achso, da auf der Seite kam ich hoch, okay. Oh, dein Ernst jetzt. Hallo? Nimm das Schild! Ja, nimm halt nicht das Schild. Auch okay. Er nimmt nicht mehr das Schild. Wieso nimmt er das Schild nicht mehr? Weil ich keine Ausdauer mehr habe. Oh. Ich kann auch nicht mehr... Nein, das ist jetzt nicht euer Ernst. Control. Das war Control. Oh, ich dachte gerade, es kann jetzt nicht sein. Ich komme hier nirgendwo mehr hin. Also nicht Kontrolle, aber das war Y bei mir. So. Moment, jetzt ziehen wir den erstmal kurz. Oder oben, die kommt auch schon. Nee, die kommt noch nicht. Den ziehen wir mal kurz runter. So. Jetzt, die ziehen wir jetzt runter. Na komm. Nicht mit mir. Da habe ich schlimmere Gegner gehabt als euch. Zum Beispiel diese Dornen. Oh, beim Blitzschlag sieht man gar nichts mehr. So. Kommt her, meine Ameisen. Vor euch habe ich keine Angst. So. Zack. Boom. Weg damit. So, jetzt bitte ein perfekter Durchlauf, weil ich möchte das Spiel gerne noch in dieser Folge beenden. Oh.
Okay, hier war ich jetzt so noch nicht. Okay. Also eigentlich hätte man das jetzt überspringen können. Das stimmt schon. Das habe ich ja letztes Mal im Endeffekt gemacht. Da. Oh. Die Batterie brauchen wir auf jeden Fall. Die macht aber auch immer einen Schlenker hier. So. Ich wollte gerade sagen, das war doch das, was so blöd war hier, ne? Also wenn man da unten hinfällt, meine ich jetzt. Ach so, das war gar nicht das mit links. Ich wollte jetzt links rumspringen. So, halbes Leben habe ich noch. Werde ich niemals schaffen, aber wir versuchen es trotzdem. So. Hey, wenn jetzt wieder... Ich weiß gar nicht mehr. Jetzt habe ich den Anfang wieder einigermaßen drin und weiß das Ende jetzt wieder nicht mehr. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Oh, das ist nicht dein Ernst, dass die immer wieder hochgeht, kurz bevor die bei mir ist. Oh. So, komm. Ganz vorsichtig hier. Ach, da muss ich... Ja, da musste ich das Ding holen, ne? Das war das. So. So. Das wird jetzt... Boah, keine Ahnung. Keine Ahnung. Nein! Oh. Nimm mich so mit. Mir ist alles egal. Oh, danke schön. So. Sag mir bitte, dass ich jetzt am Ende bin. Und keine Wespe mehr kommen. Fähnchen, nein. Oh. Okay, immerhin haben wir ein Fähnchen. Das ist ja schon mal was. Und wir können wieder auffüllen. So, und jetzt? Oh. Ich sage, irgendwann kriege ich eine Herzattacke bei diesem Spiel. Das mache ich aber lieber an zwei Durchgängen. Ich kenne mich. So. Das nehmen wir auch noch mit. Ist ganz ruhig. Und ja, ich rede mit mir selber. Oh, ich wusste es. Warum gerade bei diesen schmalen Dingern? Warum willst du mich da unbedingt reinhaben? Oh. Ach so, okay, verstehe. Oh Gott, oh. Ich wusste es. Ich habe extra dieses dämliche Schild rausgemacht und trotzdem springt der da drauf. Ey. Dieser Roboter hat null Gehör. Och Mann. Jetzt habe ich das so schön mit dieser blöden Wespe da hingekriegt. Oh, Alter. Ernsthaft. Ich mag nicht mehr, ich mag nicht mehr. Woran erkennt man ein gutes Jump-and-Run-Spiel? Wenn die Leute verzweifeln. Wieso kommst du jetzt schon? Wieso kommst du jetzt nicht wie eben da, wo es so eng ist? Oh nein! Oh! Ich sag, irgendwann kriege ich eine Herzattacke. Oh. Da kann ich aber draufstehen, ne? So. Und nu? Nein!
Hätte ich nicht fragen sollen. Ich wusste es. So, schön langsam. So, da kann ich aber... Ja, da kann ich durch. Ja! Nein! 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 Ich will da hoch! Nein! Oh, was ist das für eine Scheiße? Ich bin da nur durchgelaufen. Das ist nicht euer Ernst jetzt. Och, komm! Ich bleib jetzt ewig hier. So, ich beende die Folge dann damit. Das Level habe ich jetzt durch. Och, komm, ernsthaft jetzt. Also, so langsam kann es doch nicht mehr wahr sein, ehrlich. Wieso konnte man da durchfallen? Oh, ich sitze hier gerade und heule. Was ihr mir antut, ganz ehrlich. Oh, ich nehme alles wieder zurück, von wegen, woran man ein gutes Jump'n'Run erkennt. Ich nehme alles wieder zurück. Oh. Och, nee. Ich darf mich nicht freuen, wenn ich nicht im Ziel bin. Das ist... Also, das habe ich mir so oft schon gesagt, aber also, man darf sich niemals freuen, wenn man nicht tatsächlich schon am Ende dann im Ziel ist. Es wäre schön, wenn du noch stehen bleiben würdest. Ja, so nicht ganz, aber so geht's auch. Ich glaube, das ist auf Zeit, oder? Wenn man da stehen bleibt, dann kommt die irgendwann. So. Oh Gott. Ein bisschen habe ich noch. Wo ist sie? Da ist sie. Drecksvieh. Stirb! Wenn du mir das jetzt noch versaust. Nee, aber ich versaue es mir ja lieber selber, so wie es aussieht. Da ist tatsächlich... Jetzt sehe ich das, ihr gemeinen... Boah. Ich will ja keine Leute beleidigen. Boah, ist das gemein. Echt kurz vorm Ziel bauen die da so einen Stolperstein ein. Boah. Ernsthaft. Ohne Worte. Ah. So, ja, wir haben es geschafft, in einer halben Stunde ein grandioses, komplettes Level zu schaffen. Oh mein Gott, also entweder gehe ich bald in Rente. Ich meine, gut, ich bin ja jetzt auch mittlerweile über 40. Ich weiß, sieht man mir nicht an, hört man mir nicht an. Aber, ja, ich fühle es jeden Tag, wenn meine Knochen knacksen. Und nein, das ist kein Scherz, meine Knochen knacksen wirklich. Aber das ist auch das Einzige, woran ich das dann merke. Aber bei solchen Spielen, ja, denke ich manchmal wirklich, ich bin zu alt dafür. Ich mache es aber trotzdem weiter. Und wenn ich es irgendwann nicht schaffen sollte, benenne ich mich einfach in Oma-Gameplayerin um oder sowas. Das ist ja dann egal. Dann mache ich einfach aus meinem Alter noch ein bisschen Profit. Das ist ja kein Thema. Nein, im Ernst. Also es hat schon großen Spaß gemacht, aber es ist auch wirklich, es treibt einen teilweise an den Rande der Verzweiflung. Und irgendwie habe ich es im Gefühl, dass genau das von den Entwicklern beabsichtigt ist. Also, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt fandet und ob ihr das überhaupt gesehen hättet am Ende, dass ihr da noch durchfallen konntet. Ich habe wirklich nur noch so dieses, ja, Fähnchen, da ist das Ziel, renn jetzt da durch und bin da runtergeflogen. Also, das war jetzt gerade am Ende mein Problem. Ich habe überall aufgepasst, weil ich totalen Schiss hatte, dass irgendwas kommt oder ich irgendwo runterfalle oder eine Falle ist oder sonst was. Und da habe ich nur noch, ja, ich bin am Ziel, zack, runter. Ja, es tut mir leid, wenn ich jetzt gerade so ins Mikrofon schreien sollte. Aber ich bin gerade irgendwo zwischen Heulen, Lachen und Verzweiflung. Ja. Ich würde sagen, dass ich damit dann erstmal diese Folge beende. Erstmal wieder Luft hole und wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, dass wir dann auch mal zwei Level in einer Folge schaffen. Aber ich bin schon froh, wenn ich es in einer Folge schaffen sollte, ein Level zu beenden. Bis zur nächsten Folge. Ciao!